Jo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein Pack für euch finden. Ich spiele hier mit dem letzten Pack, also auf dem, ich sag mal, fünften Platz. Einfach mal, weil ich nummeriere die durch. Und es buggt ein bisschen rum. Auf jeden Fall ist das hier ein Pack von einem Zuschauer von Anouk. Nee, keine Ahnung, wie man seinen Namen ausspricht. Auf jeden Fall hat er mir geschrieben, yo, ich habe ein Pack gemacht und das habe ich ja halt jetzt mit drangenommen. Hat perfekt gepasst, weil mir noch eins gefehlt hat. Oh Mann, da kam gerade echtes Fränkisch durch von mir. Auf jeden Fall, irgendwie höre ich mich hier ein bisschen erkältet an. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Und Timolia leckt, obwohl gerade sau wenig Spieler on sind. Also wirklich sau wenige. 350 Leute oder so, ist schon 11 Uhr. Während der Schulzeit, okay. Ich meine, ist ja auch nicht normal, was ich hier mache, hier so kurz vor Mitternacht immer so ein Video produzieren. Naja, was war das? Alter, das ist mega random. Leute, es laggt sauhart. Ich weiß nicht, woran es liegt. Naja, egal. Wir haben ihn gekommen, oh, GG. Wir gehen in die nächste Runde. Ist sogar hier die erste Lobby. Ich meine, die anderen sind alle nicht wirklich voll. Und ja, ich fand das Pack echt cool. Also auch die Rüstung ist mal ein bisschen was anderes. Also ich mag ja Packs, die einfach sich abheben. Und von daher war das ideal. Alle Links sind in der Beschreibung. Und ihr habt, einige zumindest haben kommentiert, dass euch solche Videos, ebenso ein bisschen andere Videos mal gefallen. Viele haben auch gesagt, ich soll nicht abweichen von meinem Minecraft-Content. Also mache ich als Kompromiss halt so eine Mischung draus. Ich versuche halt ein bisschen andere Videos zu bringen, weil ich darauf halt Bock habe. Aber auch gleichzeitig auch noch Minecraft-Videos, weil da habe ich halt auch Bock drauf. Da habt ihr vor allem Bock drauf. Und dann versuche ich einfach so das als Kompromiss immer so 50-50 zu machen. Aber ihr wisst, bei meinem Kanal ändert sich eigentlich jedes Mal jedes Konzept. Also wirklich, ich glaube, ich habe noch nie meinen Kanal für ein paar Monate gleich gehabt. Also ich habe eigentlich immer garantiert irgendwas geändert. Also sei es Real-Life-Videos, Montagen und so. Es ist halt immer unterschiedlich bei meinem Kanal. So verschiedene Phasen, könnte man fast sagen. Und ja, das behalte ich bei. Also ich mache halt immer noch das, worauf ich genau in dem Moment Bock habe. Und nicht, wobei das halt besser normalerweise ankommt, wenn ich jetzt einen Only, als Beispiel jetzt QSG oder 101-Kanal hätte. Aber ich mache halt das, worauf ich Bock habe. Damit hatte ich bisher relativ viel Erfolg und ich behalte es auch so bei, weil sonst würde mir YouTube keinen Spaß machen, wenn ich mich auf irgendwas festlege wie QSG oder so und dann wird es mir das langweilig und dann habe ich gar keine Zuschauer am Schluss. Da bringe ich lieber, was ich will und die Leute können dann auf, eben ihr könnt auf jedes Video klicken, was euch gefällt. Und wenn euch was nicht zusagt, ich meine, man muss nicht jedes Video von der Abo-Box anschauen, das tun auch die wenigsten. Und ja, ich spiele noch die Runde zu Ende und dann war es das hier mit dem Video. Ihr könnt mir wieder, wenn ihr Packmaker seid, auf jeden Fall euer Pack vorschlagen, dann kann ich das vorstellen. Also es kommt darauf an, wie viele Klicks das Video hat und so, dann bekommt ihr halt relativ viele Downloads. Also ihr könnt schon mit hunderten Downloads rechnen für euer Pack und das finde ich, ist einfach eine coole Chance für euch. Rechts kommt ihr zum letzten Pack-Video und links könnt ihr mich abonnieren. Lasst einen Daumen nach oben da und ciao!